Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass ihr wieder da seid. Heute ist es soweit, 18. August. Und er ist höchstpersönlich gerade da und fährt hier rein. Lohne an MV. Mal gucken, ob er guckt. Ah, wieder konzentriert. Da ist er. Heute ist nämlich Raps-Time. Wir werden jetzt ein bisschen durchziehen. Erstmal Hallo sagen. Guten Morgen, Lohne an MV. Was machen wir jetzt schön? Erstmal Dünger rein, ne? Wir haben nämlich ein bisschen SSA besorgt, legen jetzt einmal um die 45, 50 Kilo runter, machen das jetzt einmal auf und dann, hab ich auch noch nicht reingeguckt, schauen wir da mal rein. Wie viel kriegen wir hier rein, Hannes? 2200 Liter. 200 Tonnen, 2,5 Tonnen. 2,5 Tonnen. Müssen wir gleich mal die Canagro ausklappen. Der Lohner MV kommt neben mir her und möchte gleich loslegen, ne? Wie lange bist du jetzt hier? 10 Minuten vielleicht? Ich habe zu Anfang gesagt, heute ist Sonntag, ich bin Dienstagabend bin ich zu Hause wieder. Wir haben Sonntag. Papa wieder da. Wir haben Sonntag. Wir wollen jetzt gucken, dass wir wirklich durch... Weil meine Stimme durchballern. Leute, wir befüllen jetzt einmal und den Rest gucken wir uns dann mit Säcke befüllen und alles gleich an. Wir haben schon ein bisschen was vorbereitet, ein bisschen was aufgemacht, damit das schneller geht. Schauen wir uns gleich drin an. Alles, was hast du jetzt gemacht, wo wir den Dünger da drin haben? Noch gar nichts. Noch gar nichts? Vordosieren. Einmal vordosieren, einmal füllen? Genau, einmal vordosieren, einmal abdrehen. Also vordosieren heißt einmal volllaufen lassen, dass auch wirklich das kommt, was soll. Das ist ganz schön, das kippt man natürlich wieder auf. Bei der Drehmaschine muss man aber hochrennen. Ja, das stimmt. Aber es ist schon ein ganz schöner Koffer vorne in der Fahrt dran, ne? Man muss ja auch was mitnehmen, ne? Ja. Jetzt wieder ran, das Säckchen. Hast du hier außen irgendwo eine Anzeige? Nee, tatsächlich hast du hier nur einen Taster. Ah, okay. Wir jetzt innen drin einfach weiterstellen. Tippst du hier bloß einmal auf Weiter? So? Ja. Jetzt kannst du von draußen. Ach so, jetzt von draußen befüllen und dann drinnen gucken oder wie? Na, du brauchst dann drinnen nur noch eingeben. Also was? Befüllen, abwiegen und dann brauchst du ihn. Du hast eine Waage. Ist da auch mit drin. Da muss man sagen. Das heißt hier eben mal drücken. Oh. Wozu hat denn der hier eine Kamera? Na, damit du auf die Straße fahren kannst. Wenn du rausfährst, kannst du in beiden Richtungen gucken. Ah, geil. Gedrückt halten? Einmal gedrückt halten. So, jetzt kalibrierst du quasi, jetzt läuft die Knie auf der Beine. Ja, das ist klar. Du musst eigentlich automatisch anhalten, oder? Jetzt hat er gestoppt. Genau. Das haben wir vorher zwar nicht leer gewogen, aber wir können ja rechnen, ne? Wir können rechnen. Das ist ganz geil, die bauen das alles so, dass das da drin ist. Da muss man den Jungs mal echt sagen, die haben mitgedacht. Ja. So, und irgendwo waren wir tatsächlich noch Anhänger. Ja, hier einfach ran, oder? Ja, aber irgendwo hat er tatsächlich auch einen vorgesehenen Haken dafür. Soll man natürlich gucken, dass das halt rechtens ist, ne? Hier. Oder hier? Hier. Hier ist auch. Ja? Aber hier ist tatsächlich auch ein Bild drauf. Aber ich glaube, dafür müsste der Sack ein bisschen weiter angehoben werden. Ja, ich glaube, du musst vorne höher heben, ne? Guck. Ja, dann hängen wir das einfach hier an. Der neue Punkt. Ah, wenn da der Sack. Ja, der hängt aber dann dran. Ne? Du kennst das, wenn der Sack. Komm, ich halte den einfach fester in der Hand. Du kennst das, wenn der Sack dran. Ja, das wird nicht besser. Na, wackelt der Arm schon? 2,44 würde ich sagen, wa? Aber ich bräuchte den Tritt, den muss man auch in der Fahrt einklappen, oder? Ist der musst ja, du einklappen. Das ist, naja, du bist halt dann noch länger, ne? 1,10. 1,34. Du wolltest gucken, dass man mich auch rechnen kann, oder? Wollte ich. Super, zusammen, weg. Das geben wir jetzt drin ein, ne? Den hier haben wir jetzt einmal so stehen gelassen. Da ist noch ein bisschen was drauf. Wir müssen nachher echt mal gucken. Aber ich glaube, an der Lampe kommen wir vorbei, Hannes.
Lampe passt, aber wir müssen dann wegen der Leitung gucken, nicht, dass wir uns die wegreißen. Weil ein bisschen höher müssen wir noch. Ja, aber da kommen wir dran vorbei. An der Leitung? Ja. Da? Wollen wir mal gucken. Schauen wir mal. So, drinne eingeben, Raps rein, machen wir hier schon, oder? Und dann 14 Stunden durchfahren, oder? Kommst du auf die 14 Stunden? Er meinte vorhin, ja gut, mit dem Dünger fahren wir keine 14 Stunden durch. Aber vom Raps her, wenn wir da eine Tüte auf einen Dosierer machen würden, hat er meint... Das müssten ja 40 Hektar sein, ne? Ja, reicht für den Schlag. Der hat jetzt 38 Hektar. Müsste eigentlich reichen. Aber eher so 6 Stunden. Wir schauen mal. Eher 6 Stunden. Ja, wir gucken mal. Wir tanken den noch zwischendrin, ne? Hier noch einmal ganz kurz gucken wegen dem Ergebnis. Was haben wir jetzt da? 1,33. Und wir haben ja 1,34. Mhm. Jetzt ist perfekt. Hier dein Kalibrierfaktor, ja. Sagst okay und das war's. Perfekt. Wo wir aufpassen müssen, hast du vorhin schon mitgekriegt, bei der Toreinfahrt. Erst recht, wenn wir jetzt auf Front noch ein bisschen Gewicht drauf haben. So, wir klappen jetzt aus, bitte. Willst du hier ausklappen? Ja, wir wollen noch da. Ja, aber kriegst du ihn hier? Wenn nicht, fahren wir noch einen Meter vor, wa? Warte mal, ich geh mal runter. Wegen dem Platz? Nee, das passt. Pass! Müssen mal gucken, das war nämlich hier immer mit dem Rohr ein bisschen knirsch. Notfalls müssen wir das ein bisschen nach vorne drücken. Achso, ich habe meinen noch an. Gleich mal meinen Traktor noch ausmachen. Der Anhänger ist noch an. Weißt du, welcher Einheit der macht? Er hat das, warte mal. Doch, die haben das alles auf eine Einheit gemacht. Er meinte, die haben alles auf einer Einheit. Spurenreißer hier ausklappen. Wir sehen uns gleich wieder. Ich muss das mal drinnen mir auch angucken. Ich muss ja damit auch fahren, ne? So. Jan ist gerade am Livestream einrichten. Er steckt die Dinge gerade rein. Wir haben indessen hier alles eingestellt. Na gut, jetzt haben wir Section Control an. Aber. Wie, das geht noch nicht? Okay, das geht anscheinend noch. Doch, warte mal, nimm mal die Rupe raus? Nee. Nee, das geht noch nicht. Ich wollte gerade sagen, also wir haben schon ein paar Spuren gemacht. Die sind hier einfach markiert, weil das noch so eingestellt ist, aber wir legen ohne Fahrgasse und leicht schräg. Das sieht man jetzt nicht so zu Jannis Richtung ungefähr. Und 300.000 Körner auf dem Hektar hat er sich gewünscht. Das machen wir, 45 Kilo haben wir eingestellt, Dünger. Und wir haben jetzt noch ein bisschen Talkum in die Saat gegeben. Die scheint sich so ein bisschen aufzuladen. Talkum hilft da eigentlich immer. Gibt es übrigens in Amerika, gibt es Saatgrafit. Okay. Machen die immer rein. Das ist so ein bisschen so schwarz. Sprühen die immer so ein bisschen rauf, dass sich das alles besser schmiert. Ja, ich muss nur hinter dir. Wird alles auch super glatt dadurch. Und dadurch laden die Aggregate sich nicht so auf, weißt du? Kannst du sonst haben, dass sich was auflädt. Auf jeden Fall, Talkum schmiert natürlich auch diese ganzen Elektromotoren ein bisschen, dass das alles schmierig bleibt. Wir haben gute Bedingungen, leicht Regen. Wir landen in 20 Minuten, bei 21 Grad. Und sind dann schön aufgeteilt. Ja, ich werde jetzt nach Hause fahren, schlafen. Weil wir haben eigentlich vor, durchzufahren, ne? Ja, wir wollen durchfahren. Wir haben bis 84,6 sind, also 185 bei mir. Und du hast ja nochmal 80 bei dir. Da willst du eigentlich Dienstag schon auf dem Weg sein, ne? Ja, zumindest, da ich Mittwoch früh bei mir bin. Ja. Gucken wir mal. Leute, genau. Wir sehen uns heute Abend irgendwann wieder. Ich habe schon gesagt, so 22 Uhr werde ich mit Essen vorbeikommen oder 21 Uhr werden wir mal gucken, wie. Die hat ein kleines Plätzchen, wenn wir im Gästezimmer oben mit Klimaanlage, habt ihr extra noch einen Fire TV-Stick hingelegt, weil, weißt du, man ist ja guter Gastgeber hier in Brandenburg. Ja. In Brandenburg ist man guter Gastgeber. Guck mal hier, hast du sogar schon ein Bildchen. Du musst noch ein bisschen weiter runter. Was ist mit der da? Ja, die hat jetzt so diesen, kennst du das nicht mit der? Dass du hier eins, zweimal raufdrücken musst, dass du dann... Ist da eine SIM-Karte drin gewesen? Nee. Aber warum hat die das so komisch? Warum ist das bei dir so klar?
weil ich alles für meine Zuschauer tue. In dem Sinne, wir sehen uns ja, da. Das ist ein bisschen geiler. So, Freunde, kleine Nachsynchronisation. Ich hatte nämlich zu dem Zeitpunkt, wo das hier aufgenommen wird, gar keine Lust mehr zu reden. Das war schon in den Morgenstunden, wie ihr sehen könnt. Hannes hatte, ich fasse das jetzt einfach mal zusammen, Hannes hatte dann draußen begonnen. Ich habe die ersten Runden noch zusammen gemacht, hatte ihn in den Livestream eingestellt, bin dann aber nach Hause gefahren, schlafen. Das hat natürlich wieder super geklappt. Man hat vielleicht eine halbe Stunde, Stunde bekommen. Ein bisschen aufgeregt, das ist da tagsüber immer so schwer und man muss ja den Rhythmus umstellen. Egal, bin dann jedenfalls um 18 Uhr mit Asiatisch dann hingekommen, wir hatten gegessen, bin dann weiter mitgefahren. Ich kannte die Maschine ja nicht und das ist so, wenn du eine Nachtschicht machst, willst du ja gucken, dass du denjenigen, der schläft, nicht nervst, weil du irgendwelche kleinen Problemchen hast, die du vorher hättest dir schon angucken können. Und bin dann mitgefahren. Wir hatten aber auch bis 1 Uhr morgens Sensorenprobleme, mussten ein paar Mal sauber machen, abpusten hinten. So eine, ja, Lichtschranke war oft verdreckt. Die ersten Rapskörner waren ganz schön klein, da hat die Presser ein bisschen mit zu tun gehabt. Egal, hat dann irgendwann geklappt. Das hier waren dann die Morgenstunden gewesen. Ich bin, glaube ich, da bis um 8 Uhr gefahren. Ich glaube, es war ca. 8. Ich glaube, um 9 Uhr irgendwie. Hannes hatte noch Käffchen getrunken mit Nadine am Frühstückstisch. Der hat bei uns geschlafen. Ich glaube, um 9 hatten wir den Schichtwechsel. Wir haben uns noch gar nicht gesehen. Ich glaube, wir sind mit den... Doch, wir haben uns auf dem Hof noch gesehen. Ich hatte noch getankt und ja, das war dann zu dieser Schicht gewesen. Ich kann euch sagen, ich spoiler mal fürs Video, das wird noch wild. Das wird nämlich auch so sein. Hannes ist mit der GoPro irgendwie auf der Presea unterwegs, macht einen Sortenversuch. In dem Moment bin ich nämlich zeitgleich mit meiner Federstadt Spirit unterwegs und mit LG, Daniel und Film da war. Also das wird immer weiterhin so wunderschön, ja, schief durcheinander bleiben auf dem Kanal, wie ihr es kennt. Ich halte jetzt meine Klappe und wir sehen uns im nächsten Moment wieder. Tschüss. Moin Leute, 19. Hab jetzt endlich mal ein paar Stunden geschlafen. Eine wilde Sache, wir haben jetzt Stand. Was war das jetzt? 15 Uhr sind wir 100 Hektar weiter. Aber, hab ja im letzten Video euch schon gezeigt, wir haben die Sämaschine und wir haben den wirklich gut aussehenden Daniel hier. Hallo Daniel. Moin. Wir wollen nämlich mal eine Sache versuchen. Und zwar hat Daniel und LG uns den Assist Plus vorbeigebracht. Eine Beisaat. Genau. Und habe ja extra im letzten Video gesagt, Daniel wird uns ein bisschen was dazu erzählen. Genau. Leg gern los. Fang ich einfach mal an. Ja, Anna, danke. Genau, wir haben hier unsere Beisaat Assist Plus. Und welchen Punkt verfolgen wir? Wir haben letztes Jahr bei Hannes, haben wir sie ja schon einmal in die Praxis gestellt, die ganze Geschichte. Diese Beisaat besteht aus 3 Komponenten. Zum einen haben wir, wir können ja auch gleich mal hier reingucken, holen wir mal ein bisschen was raus. Zum einen haben wir die Pufo-Wicke, das sind die großen schwarzen Körnchen. Dann die kleinen grünlichen, das ist der Alexandriner-Klee. Und den Boxhorn-Klee, das sind diese gelb-bräunlichen Bestandteile, haben wir hier gemischt. Und wollen das quasi parallel zur Rapsaussaat mit in den Boden bringen, um da 3 wichtige Punkte zu erreichen. Erster Punkt ist die Insektizide-Geschichte, also sprich, wir wollen den Erdfloh, was ja ein ganz wichtiges Thema jetzt gerade im Herbst ist bei der Rapsaussaat, wollen wir durch Sensorik und Optik quasi ablenken. Also sprich, diese Beisaat entwickelt ja auch einen speziellen Geruch, weil der Erdfloh eben wirklich auch den Raps riechen kann. Also das ist wirklich so. Und durch Optik natürlich, durch Blattfarbe, Blattstellung, wenn die Beisaat dann quasi den eigentlichen Raps überwächst und dadurch eben dieses optische Bild des Schlages so verändert, dass ihr eben die Schädlinge durch diese Geschichte eben ablenken. Zweiter Punkt ist natürlich die Unkrautunterdrückung, die wir damit generieren wollen. Sprich, durch diese zügige Bodenbedeckung wollen wir eben den Unkräutern, die da vorhanden sind auf dem Feld, eine Konkurrenz schaffen, um da eben durch diese Verdrängung halt diesen Bestand unkrautfrei oder zumindest möglichst unkrautfrei zu halten. Da können wir nachher auch nochmal was zu sagen. Pflanzenschutztechnik, genau. Herbizidmäßig, genau. Fahren wir da erstmal nichts rein. Ja. Die reinen Graminizide kannst du ganz normal fahren, gegen Ausfallgerste und diese ganzen Geschichten und Gräser. Die können natürlich logischerweise können und müssen natürlich auch appliziert werden, dass wir die Geschichte halt in den Griff bekommen. Und alles Weitere ist dann nachher im Frühjahr. Müssen wir auf irgendeine Raps, also beim Raps auf eine Sorte achten, die ein bisschen frühwüchsiger ist, oder ist das, spielt das eigentlich nicht die Rolle? Spielt nicht die große Rolle. Wir haben es ja in diesem Jahr, letztes Jahr haben wir ja mit dem Archivar, haben wir die ganze Geschichte gebündelt im Paket und sind damit in die Praxis gegangen. Und in diesem Jahr haben wir es halt an die 3 Top-Sorten, Archivar,
Barracuda, unseren kohlhernie-resistenten Raps, und eben Ambassador, unseren Klassiker, haben wir das Paket geschnürt, wo die Landwirte halt diese Geschichte in Verbindung mit den drei Sorten kaufen können oder konnten oder können natürlich logischerweise. Ist ja immer noch Ware vorhanden. Und ja, und dann halt noch den, bist du noch on? Ja, klar. Dritter Punkt natürlich noch, wollte ich natürlich nicht vergessen, wir bringen natürlich auch Stickstoff ins System. Ja. Weil wir reden ja hier von drei Leguminosen, die natürlich auch bei ordentlicher Herbstentwicklung dementsprechend natürlich auch Knöllchenbakterien generieren. Und über den Weg bringen wir halt eben nochmal zusätzlichen Stickstoff ins System mit rein, den wir quasi umsonst bekommen. Ne? Also auch nochmal als dritter wichtiger Punkt. Der Plan ist ja, dass das dann zum Winter hin abfriert, ne? Dass wir da nichts mehr mit zu tun haben. Und ja, ich würde sagen, wir haben jetzt einen 10-Hektar-Schlag. Genau. Ich habe jetzt die Walzen drin. Ich hatte als allerletztes mit der Sämaschine auch mit der beim Nachbarn Sorghumhirse zum Mais gemacht. Ja. Die werden wir auch nehmen. Genau. Wir liegen bei circa 10 Kilo. Ne? Genau, Aussaatmenge ist 10 Kilo von der Ballsaat. Und dann haben wir eben, genau nochmal ein wichtiger Punkt, gleich nochmal praktische Anwendung. Wir haben die ganze Sache entkoppelt von dem Raps. Mhm. Also sprich, die Ballsaat gibt es einzeln und den Raps quasi in der normalen Tüte dazu. Mhm. Weil wir eben darauf reagieren wollen. Auf den Höfen haben wir unterschiedliche Systeme. Ja. Wie zum Beispiel jetzt bei dir, wenn Hannes mit der Einzelkorn-Geschichte kommt, machen wir das halt mit der Standard-Drillmaschine, machen wir halt nochmal ein extra Saatbett für die Einzelkorn-Geschichte und generieren dabei eben dann gleich die Ballsaat in den Boden. Und so kann man eben betrieblich ganz individuell darauf reagieren. Du kannst es eben im Vorfeld zusammenrühren, wenn du es mit der Standard-Drillmaschine halt in einer Rutsche ausdrillen möchtest. Wie gesagt, wir können es parallel separat drillen und dann mit der anderen Geschichte hinterher. Und deswegen haben wir die Geschichte eben entkoppelt, dass man da eben flexibel bleibt, je nach betrieblicher Ausstattung der Technik. Ich würde sagen, wir schmeißen rein und sehen uns dann gleich wieder. So, Freunde, mit kleinen Einstellungsproblemen an der Sämaschine, die wir aber mit dem Telefonat sehr schnell regeln konnten, hat das jetzt anscheinend funktioniert. Wir haben jetzt die ersten Bahnen mal gedreht. Nicht wundern, die Fläche war vorher mit Erbse. Erbse hatte ich euch ja schon gesagt, die ist bei mir ein bisschen verunkrauteter gewesen dieses Jahr. Haben wir alles einmal mit einem Totalherbizid abgespritzt, also das wird doch die nächsten Tage weg sein. Lustigerweise überall Raps drauf, letztes Mal vor 5 Jahren Raps angebaut hier. Da weißt du Bescheid, ne? Wie lange der durchhält im Boden. Wir hatten jetzt auch hinten, also falls wir jetzt keine Körner finden, also das sind jetzt 10 Kilo auf einen Hektar, auf 10.000 Quadratmeter. Das ist so ein bisschen die Nadel im Heuhaufen suchen. Wir haben jetzt auf ca. 2 cm, würde ich sagen, ne? Haben wir eingestellt. Mhm, genau. Müssen mal gucken. Wir haben für euch schon mal vorsichtshalber, falls wir nichts finden, hinten, dass da auch wirklich was rauskommt, mal angemacht. Wir haben da schon mal was vorbereitet, ne? Das ist auch mit dem Raps, ne? Wenn du da auf 3 Kilo oder so unterwegs bist, dann... Naja, das ist auch immer so ein Gewühl und Gesuche. Wenn ich jetzt die Zeit habe. Du, ich wollte sagen, kann jetzt eine halbe Stunde dauern. Alexandria hat man eigentlich ganz gut gesehen oben. Die sind eigentlich grün. Da haben wir einen. Oh, wartet mal. Da. Das ist für euch eigentlich fast gar nicht zu sehen. Daniel hat mal den Finger davor. Da haben wir was. Das ist wirklich von der Aussaatstärke ist das nicht viel, ne? Mit 10 Kilo. Dazu noch gesagt, also nochmal erklärt, was wir im Betrieb gesagt hatten. Wir drillen jetzt hier einmal komplett durch und ich komme nachher dann mit der Einzelkorn, die mit der Hannes jetzt gerade unterwegs ist. Ich hoffe, der nimmt uns auch noch was auf, weil wir haben nämlich mit Daniel nicht nur das hier, sondern haben da auch noch Sortenversuche stehen. Da können wir uns auch gleich noch mal drüber unterhalten. Genau. Wir haben aber nur einen Hintern, um uns da drauf zu setzen. Deswegen sind wir jetzt hier unterwegs. Hannes macht jetzt drüber, der wollte uns was mitfilmen. So, dann gehen wir mal mehr finden. Genau, und hier. Guck mal, hier liegt jetzt. Ah, guck mal, hier, da liegt eine. Da liegt auch. Aber den findest du auch ganz gut. Warte mal, die... Die Kuhfuhrwicke ist... Das findest du doch, guck mal hier. Ja, genau.
Ja, das sollte dann passen. Also wir werden dann dieses Jahr, hatte Daniel glaube ich schon gesagt, auch nicht mehr mit einem Herbizid hier rüberfahren, sondern werden einfach hoffen, dass wir das mit einem Totalherbizid soweit bekommen haben, dass das dicht macht und dass das dann, wie gesagt, im Winter einmal abfriert. Hast du mal gefunden? Da. Genau, hier, guck mal, da liegt einer. Ich habe immer noch gedacht, ich finde hier mal... Da, ja. Ja, hier, guck, diese, also die Grauen hier. Das da sind, kommt gut was raus, von der Höhe her auch nicht verbuddelt. Ja, unser Problem ist jetzt natürlich, also wenn wir hier so ein bisschen buddeln, haben wir noch ein bisschen Feuchte drin. Ansonsten könnte das gerne auch mal wieder regnen hier in Brandenburg. Das, was andere genug haben, ist bei uns zu wenig. Genau, ja. Ansonsten zu den Sorten versuchen, was Hannes euch noch sagt. Wir haben da bestimmt 5-6 Sorten Raps hingestellt, ne? Ja, genau. Da werden wir auch übers Jahr verteilt mal so ein bisschen hingehen und uns das mal angucken. Das kicken wir uns an. Kicken wir uns an auf den 60 Hektar Schlag. So, ich würde sagen, wir drehen jetzt noch ein paar Runden. Sag schon mal Dankeschön für mitkommen. Ja, gerne. Immer wieder gerne. Beobachten wir das in den nächsten Wochen, wie sich das entwickelt. So Leute, ich lege jetzt hier den Sortenversuch an für Janni oder beziehungsweise ich habe den schon angelegt. Und zwar haben wir das schon ein bisschen ausgeschildert. Da, da und da sind ein bisschen größere Parzellen tatsächlich. Also so, dass er das richtig auch auswerten kann letztendlich im Mähdrescher in der Ertragskartierung. Wir haben hier vorne mit dem Artemis angefangen, den hatte er da bestellt. Dann haben wir Ambrosius, da, da und dann kommt dahinter, wie hieß denn der zweite? Artemis? Nee, Artemis nicht. Daniel, wie hieß der zweite? Was kommt nach Ambrosius? Avenger? Das kommt am Wasser noch. Ach, das. Ach so, von da geht's ja los. Ja, ja, ja. Ja, ja, genau. Also Artemis, Ambrosius, Avenger und dann kommt jetzt Ambassador und Ambassador hat er ja tatsächlich auch viele Hektar gekauft. Den stellen wir jetzt daneben. Das ist natürlich ein bisschen aufwendig. Ich habe versucht, die Maschine so gut es geht leer zu fahren. Ist ja mit diesen Probeeinheiten, die man bekommt, gar nicht so einfach. Das ist ja relativ viel. Das, was da drin ist jetzt, also das, was da drin ist, diese Körner, das waren jetzt... 5, 6 Säcke und wir legen 6 Hektar, also es sind 36 Hektar, die da drin sind, überall, das bisschen. Das bisschen, Leute. Ja? Und wenn ich jetzt mit Probeeinheiten gearbeitet habe, dann war tatsächlich unten nur so gerade mal dieses Löchlein da bedeckt, was ich da habe. Und, oh, kommt der Nachbar auch hier von Janni mit der Köckerling. Genau. Und ist ein bisschen schwierig, also ich habe danach dann immer die Saat hier unten rausgelassen, rausgeholt und abgesteckt und deswegen sind das jetzt teilweise unterschiedlich große Blöcke. Also je nachdem, wie viel er davon bestellt hat, habe ich jetzt diese Blöcke da so angelegt. Muss reichen, also dafür jede Sorte da versuchen nebeneinander stellen, ist schon sehr aufwendig im Raps, muss man sagen. Weil im Mais kannst du so ein Becherchen reinmachen, fährst ziemlich leer. Im Raps ist, boah, ist Wahnsinn. Ja, wir sind auch relativ gut heute eigentlich vorangekommen. Und ja, ich mache jetzt einfach weiter. Unterfuß packe damit unter. SSA 45 Kilo auf dem Hektar. Genau, ich packe jetzt meine Sachen zusammen. Ich habe immer mal ein bisschen Talkum mit reingemacht hier. Da liegt der Sack. Ich habe jetzt schon ein bisschen was. Hatte noch einen kleinen Rest, den habe ich verbraucht. Man kann das manchmal haben, dass sie sich so ein bisschen statisch aufladen. Und da hilft auf jeden Fall ein bisschen Talkum. Das schmiert auch alles in dem Aggregat und ihr habt damit gute Erfahrung. So, den Rest wird Janni euch sicherlich erzählen. Der legt ja parallel oder drillt ja parallel seine Assist. Jan, wir sind drauf. Ja, ich habe den Stream beendet, weil wir mich nur auf YouTube konzentrieren. Wir sind jetzt an Tag 3. Hast du einfach nicht gemutet, sondern richtig beendet? Ich habe jetzt einfach beendet, ja. Hi YouTube, das ist ein super wildes Video geworden. Das weiß ich schon, ohne dass ich den Schnitt gesehen habe. Weil Hannes hat was gefilmt, ich weiß nicht, was er gefilmt hat. Ihr habt es aber schon gesehen jetzt aktuell. Wir sind nämlich jetzt am dritten Tag, Hannes, dritter Tag, Rapsling. Und Hannes wird heute wieder nicht nach Hause kommen, ist ein bisschen traurig. Kann ich aber auch verstehen, er hat damit gerechnet, dass wir es schaffen. Wir hatten dann aber jetzt doch ein, zwei Probleme mit der Presea gehabt. Was soll ich euch sagen? Hier waren wir gestern ja drauf mit der Beisaat. Jetzt sind wir unterwegs mit der, mit dem Raps. Der Archivar ist jetzt drin. Wir haben jetzt auch schon die ersten 6,58 Hektar fertig. 4,13 sind es noch. Der Fan zeigt das immer ganz geil an, finde ich. Ne? Mhm. Das haut zwar nicht ganz hin, weil er wird die ganze Zeit berechnen, die 35 Minuten ohne Überlappung. Also, was ich hier nervig finde, guck mal. Hier
jetzt aber ein falsches. Wie, wo bist du denn jetzt? Lohn im Brieselang, oder? Lohn im Brieselang. Da der einfach immer hier die Pressier rausnimmt. Ja. Und dann stimmen die Verbräuche überhaupt nicht. Ja. Also wir haben gestern anhand des Dings mal durchgerechnet, wir sind so bei 2,9 bis 3,1 über die Fläche immer im Verbrauch. Mit Diesel. Mit Diesel. Ja. Nicht, dass die Leute jetzt denken, 6,3, nein, haut immer alles nicht hin. Nee, also ich muss sagen, spritsparend ist das, Alter. Ich habe heute auch wieder, wir haben ja gestern komplett durchgezogen. Ich habe einen halben vollen Tank also noch gehabt hier und der hat ja nur 400 Liter oder so, ne? Ja, also wir sind so bei 3 Liter auf dem Weg, da ist ja fast gar nichts mehr, ne? Top. Das Einzige, was wir jetzt schon gesagt haben, das soll jetzt endlich mal langsam regnen. Das muss jetzt mal. Klar, im Boden ist noch Feuchte vorhanden, aber langfristig Wetterbericht sagt, da ist nichts, außer 30 Grad übermorgen, morgen. Ah ja. Schauen wir mal, sonst Kamera irgendwie abgekackt. Zum Glück haben wir es noch mitbekommen. Ich wollte gerade mit euch einmal drauf eingehen, wir sind ja gar nicht bei der Maschine drin gewesen. Wir liegen immer noch mit 25 Körnern, also nee, wir sind runtergegangen auf 25 Körner. Von 30 Körner auf dem Hektar gesehen, so 250.000 dann. Nicht wundern, Dünger ist aktuell aus. Wir haben zwar diesen schönen Düngetank, aber wir hatten Erbsen als Vorfrucht. Musst du auslassen, ne? Ist leider so vorgegeben. Ja, Düngeverordnung, genau. Die Erbsen geben ja Stickstoff rüber. Können wir nicht ändern, hier ohne Dünger. Die anderen Flächen haben aber alle bekommen. Das waren ja nach Roggen ist es wiederum erlaubt. Das heißt, man muss sagen, Stickstoff ist limitiert. Wer jetzt genau. Kieserit oder ähnliches genau. Kann, aber ja. Für die eine Fläche hier. Wir lassen es einfach aus. Das ist ein Knopfdruck letztendlich. Das hat nicht. Man hört es dann auch gleich. Man hört nämlich die ganze Zeit sonst so ein Rascheln über das Rohr hier rüber. Genau. Und hört es, genau. Ansonsten sehen wir hier oben, Lüftung ist an. Wir haben jedes Aggregat steuert einzeln an. Das heißt, auf einen Zentimeter genau, wenn wir jetzt in einen Keil reinkommen, dick, gehen alle 50 Zentimeter die Aggregate aus. Wir fahren das mit Automatiken und das war zu dem Ding eigentlich auch schon. Das ist, eigentlich muss man sagen, ich bin ja sowas noch nie gefahren, das ist super easy. Wenn das eingestellt ist, funktioniert das auch gut. Ja, aber verglichen mit einer Drillmaschine ist bedeutend mehr Technik drauf. Ja. Also man muss sich ja vorstellen, hier hat jede Reihe ja einzelne Aggregate, einzelne Motoren und. Das ist auch im Prinzip der große Unterschied der Genauigkeit. Während Drillmaschine relativ zufällig verteilt in den Reihen, ist es hier wirklich exakt alle 8 cm finden wir ein Rapskorn. Oh, der Nachbar mit der dicken Zweiachse. Jo, das ist hier neben der Betrieb sogar. Das ist ein Mädel. Das ist ein Mädel, das die fährt meistens. Unabhängig von der Spritze, jetzt männliche Spritze war jetzt auf, da ist eine massige Spritze gemeint. Leute, eine Fläche hat Hannes noch, ich werde jetzt aber hier runter. Dann hört jetzt, ob der so einen Furz hat gerade. Hat aber nicht. Nee, hast du aber auch gehört? ich werde noch Abendessen holen, Hannes muss eine Nacht länger bleiben. Wahrscheinlich, wir müssen mal gucken, wie er durchkommt. 10 Hektar sind noch vor uns. Und dann ist Rapsaussaat beendet. 184,6 Hektar sind drin. Ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen. Das John Deere Video war schon durcheinander. Das Ding wird noch geiler. Ich freue mich, ich habe immer noch nicht, du musst mir das noch rüberschicken. Die Sequenzen von Hannes habe ich noch nicht gesehen. Aber die sind wahrscheinlich gut, wie immer. Leute, in dem Sinne, Dankeschön fürs Schauen. Lasst einen Daumen da. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein.